Herzlich willkommen alle zu unserem diesjährigen Stipendiatentreffen. Das hat sich in den letzten Jahren so eingespielt, dass wir immer mit den Stipendiaten eine Führung machen, weil es tatsächlich doch auch ganz schön ist, dass die, die hier so lange Zeit verbracht haben, auch so ein bisschen erklären können und einfach auch da sind und man den Künstler und das Werk als Einheit so mal zusammen sehen kann. Unser Stipendiatenprogramm, das gibt es auch schon 6 Jahre lang, das ist ja immer eine ganz besondere und auf das Jahr bezogene Geschichte. Wir haben jedes Jahr ein Thema, dieses Jahr das Thema Idylle. Und ganz wichtig ist es, dass die Bewerbungen im Juli schon geht das raus. Es wird öffentlich, was das nächste Thema wird, jedes Jahr. Im Oktober treffen dann ungefähr 120 Bewerbungen ein bei uns und liegen auf den Tischen in großen Stapeln. Und wichtig ist es uns immer, dass die Künstler sich auf das Thema einlassen und dass sie auch das Schloss mitdenken. Und wenn man jetzt durchgeht, dann sieht man das auch ganz stark. Man muss sich auf diese Räume einlassen. Man muss irgendwie immer das mitdenken, was hier ist, weil es ist natürlich keine weiße Wand und es sind keine Leuchtstoffröhren und es ist nicht eine Galerie, wo man das Objekt sozusagen abtrennen kann von dem Ort, sondern es muss immer eine Einheit sein. Und da achten wir sehr stark drauf, wenn die Bewerbungen bei uns eingehen. Und ich kann es mir nicht verkneifen zu sagen, dass ich dieses Jahr extrem glücklich über die Stipendiaten bin. Also es ist auch mit den anderen Künstlern, Sie sehen hier natürlich den Künstler im Fokus. Da werden wir jetzt ein bisschen dran vorbeigehen, aber Sie werden natürlich Blicke drauf werfen können. Der Bruno Walpoth, der hier war. Es gibt unten im Keller noch den Peter Fuchs, der Fotografien gemacht hat, und Adrian Scherrer, ein Grafiker und ein Maler, der auch gemalt hat. Also es ist wirklich, es gibt die Möglichkeit, das alles auch noch anzugucken. Aber wichtig und unser Fokus heute ist wirklich darauf, dass die Stipendiaten hier 6 Wochen verbracht haben, im Städtli wohnen können, ganz eng Kontakt haben zu Bewohnern und zu dem Ort hier und ihre Idylle in diesem Ort präsentieren. Und ich stelle Ihnen vor, hier die Sarah Hillebrecht an meiner Seite. Das bin ich. Und die Sarah bringt den hohen Norden zu uns. Und ich fand das sehr schön, dass man diese Idylle des hohen Nordens hier in dieses Schloss holt. Albrecht Fersch steht dort. Sie werden es gleich sehen. Er zerreißt und zerrupft ein Klavier und macht daraus eine ganz besonders idyllische, ein neues Instrument. Und dann haben wir noch Wiebke Maria Wachen. Und also das ist etwas ganz Spezielles. Die Wiebke hat gleißende weiße Räume immer in ihrem Leben gebaut. Sie hat wirklich eine Vorstellung ihrer eigenen Idylle. Ich lasse dich da lieber selber etwas zu erzählen. Das sind strahlende Welten, kalte Welten, die irgendwie immer im Unerreichbaren bleiben. Und das ist auch sehr berührend. Sehr schöne Arbeit. Viel Spaß mit dieser Führung. Wir gehen jetzt erstmal hoch zu Albrechts Instrument und dann gehen wir zu Wiebke und dazu sagen. Ja, herzlich willkommen in meinem Raum, den ich am liebsten mit nach Berlin nehmen würde, weil es ist der optimale Raum für mein wohlzerlegtes Klavier. Ich habe sowas in der Art schon mal gebaut. Beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, war das eine Scheune. Da gab es vorne, also das war offen, da hat zum Teil der Wind reingeblasen, wenn es gestürmt hat. Das war echt eine Herausforderung, weil alles war feucht. Und hier ist es super geschützt. Und der Klang ist natürlich enorm hier, der ist fantastisch. Also, ja, ich weiß gar nicht, soll ich jetzt ein bisschen
Ja, ne, schon ein bisschen. Am liebsten möchte ich immer gleich spielen. Also ich bin sowieso eher jemand, der gerne spielt. Und ich glaube, das merkt man auch daran, also im wahrsten Sinne, dass ich gerne, es gibt für mich kein Material, was irgendwie wertlos ist oder was irgendwie, in jedem Material steckt irgendwie was Besonderes oder diesen Spieltrieb, den ich gerne immer wieder auslebe, den übermittle ich auch gerne an andere Menschen und mir macht es auch Freude, wenn ich dann sehe, wenn andere Leute hier reinkommen, dass die eben auch Spaß daran haben, jetzt darauf zu spielen und zu erforschen und sich an diesen Klängen zu erfreuen. Und ja, für mich ist das im Grunde auch eine Art Idylle, mich darin so zu verlieren. Habe ich jetzt auch gerade wieder in diesen 2 Wochen, wo ich das hier gebaut habe, gemerkt. Da war ich wirklich 2 Wochen wie untergetaucht. Es gab nur diesen Raum, das Material, was ich hier aus Berlin angeschleppt habe und die Arbeit. Und das war wirklich idyllisch im Grunde für mich. Da merke ich immer sowas, das könnte ich die ganze Zeit machen. Durch Gespräche kamen schon immer wieder neue Ideen, wo ich dachte, oh ja, das wäre das nächste Projekt, was ich noch machen muss. Zum Beispiel nur ein Klavier, nur aus Kanistern, die alle vielleicht auch mit Wasser gefüllt sind und dann richtig mal eine Tonleiter zu machen, was man hier zum Beispiel noch nicht kann. Das ist kein Klavier mehr in dem Sinne, man kann hier keine Tonleiter spielen, es ist eigentlich eher ein Schlagzeug geworden. Es ist organisch gewachsen, ich habe die Objekte so angebracht, wie ich es gerade in dem Moment für richtig gehalten habe oder wie es auch zum Teil auch praktikabel war, mechanisch, wie es überhaupt möglich ist, weil der Hammer halt am besten immer von unten dagegen schlägt, dann fällt er durchs eigene Gewicht wieder zurück und es erleichtert dadurch die Spielweise. Der Chef ist da, ich glaube, dann kann ich anfangen, oder, Chef? Ja, wie man unschwer erkennen kann, befinden wir uns jetzt hier im ehemaligen Schlafgemach des Schlosses. Ich habe mir das ganz bewusst ausgesucht. Das ist ja ein sehr privater, sehr intimer Ort. Ich habe die vorhandene Idylle, die ich hier vorgefunden habe, als ich das erste Mal da war, also diese malerische Umgebung, die hier überall zu sehen ist, ersetzen wollen durch meine eigene Vorstellung von Idylle. Und habe hier sozusagen in die eigentliche Fensternische von diesen, die ja immer sehr tief in einem Schloss sind, das können Sie auch in den anderen Räumen sehen, da sind ja so richtige Sitzbänke davor, habe ich ein Diorama gebaut und ein anderes Fenster davor installiert.
Und zu sehen sind diesmal nicht die Berge, sondern nur ganz bisschen unten. Wenn man von hier guckt, kann man sie gerade so ein bisschen erkennen. Aber eigentlich habe ich als Motiv das Schloss gewählt, in dem wir uns ja eigentlich befinden. Und das soll jetzt keine Darstellung des Schlosses sein, sondern eigentlich meine Erinnerung oder meine Empfindung an das Schloss, die ich gewonnen habe, als ich hier war. Und auch diese Geschichten um dieses Schloss, was hier passiert ist und so weiter, mitbekommen habe. Und das Ganze ja sozusagen dem nachgebaut und nicht der Architektur des Schlosses, sondern wirklich aus der Erinnerung, ohne da nochmal raufzuschauen, sondern habe ich das so entworfen. Ich weiß gar nicht genau, inwieweit sie das jetzt gut sehen kann. Das ist sehr unscharf. Das ist natürlich auch mit Absicht. Das soll so ein bisschen an so eine Traumsequenz erinnern, die man auch tagsüber haben kann. Und ich habe auf jegliche Farbigkeit verzichtet, weil ich die eigentlich im Traum auch nicht sehe oder habe. Und Grundidee oder Grundmotivation meiner Arbeit generell ist eigentlich schon, dass ich Idyllen suche oder Orte suche und mir baue, weil ich sie in der Realität nicht finde. Und die Räume, die ich dann baue oder die Orte, die ich, oder die Bilder, die ich damit schaffe, sind allerdings meistens dann nicht so Postkarten-Idyllenmäßig angelegt, sondern das sind eher Dinge oder Idyllen, die mich irgendwie irritieren, weil die manchmal zu schön sind. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mir meine eigene Sehnsuchts-Idylle oder meinen eigenen Sehnsuchtsraum baue, dann muss ich das Ganze ein bisschen erhöhen, um zu der Idylle noch etwas Wahrhaftiges dazu zu tun. Das sind dann oft für andere Störmomente, für mich manchmal auch. Ich versuche das zu so einem gewissen Ausgleich zu bringen, den ich schwer beschreiben kann, wo da die Grenze ist, aber es sind halt Störmomente, sei es, dass das Licht vielleicht etwas zu hell ist, obwohl das sehr schwierig ist. Ich liebe sehr helles Licht und habe hier sehr viel in diesem Schloss auch nachts arbeiten müssen, einfach weil ich eigentlich fast 24 Stunden am Tag oder in der Nacht gearbeitet habe und habe in dieser Zeit in diesem alten Palast, in dem Schloss, wo ich dann auch sehr viel alleine war, auch merkwürdige Geschichten gehört und mir eingebildet. Und auch in Vorbereitung auf hier habe ich wahre Geschichten gehört von Mirella. Zum Beispiel, dass das Schloss ja dem Grafen Hilti gehörte, der drei Kinder hatte. Und der Sohn schied als Nachkommens Erzeuger, blödes Wort, aus, und weil er schwul war und nach London gegangen ist. Und daraufhin hat er... Mirella munkelt. Ja, wurde mir gesagt, man soll immer sagen, man munkelt. Okay, also man munkelt. Außerdem ein Fakt ist, er hatte zwei Töchter, denen er verboten hat, Kinder zu bekommen, um den Namen Hilti nicht mit einem anderen Namen zu verwässern, was ja ein sehr harter Eingriff ist, finde ich. Und die beiden Töchter haben auch wirklich keine Kinder bekommen. Die ältere hat dann später sich das Leben genommen. Ich hatte zuerst mal verstanden, deshalb, aber anscheinend doch nicht. Ich weiß das nicht genau. Jedenfalls finde ich diese ganze Geschichte, die sich und diese auch natürlich Gerüchte und Halbwahrheiten oder Doch-Wahrheiten, die sich um diese Familie ranken, sehr beunruhigend. Und ich habe mich zuerst, oder als ich hier ankam und das erste Mal Schloss gesehen habe, dachte ich so, was für ein wahnsinnig tolles Schloss und diese Landschaft, die glaubt man kaum, das ist ja wie so eine Märchenlandschaft und so weiter. Und gleichzeitig ist es eigentlich wie bei jeder Postkartenidylle so, dass ich das zuerst wahnsinnig toll finde und dann habe ich das Gefühl, ich traue dem Ganzen nicht, da ist noch irgendwas anderes dabei, dann witter ich schon irgendwas, dann hört man diese Geschichten und dann kriegt es ein komisches Gefühl. Und dann baue ich dieses Schloss, als ich dann wieder in Berlin war, nach, aus meiner Erinnerung, wie gesagt, ohne nochmal raufzugucken, sondern baue das wirklich aus meiner Erinnerung nach und dann bringe ich das in eine Atmosphäre, die für mich stimmig ist mit dem, was ich hier, mit dem, wie ich das Schloss verbunden habe. Und für mich sieht das Schloss dann halt jetzt so aus. Und die Berge, es tut mir leid, die fehlen ziemlich. Sie sind auch sehr spitz geworden, das ist auch Absicht. Ich wollte das nicht so plastisch nachstellen und so als große Landschaft, sondern eher so wie so spitze Eissachen, wo das Schloss so ja, fast so ein bisschen ausgespielt aussieht. Man sieht das auch sehr schwer, auch wenn man hier langläuft, sieht man halt Stellen, wo man mal mehr durchgucken kann und mal weniger.
Das ist ja hier eigentlich genauso. Mal ist das Wetter so, dass man wirklich eine ganz klare Sicht hat und mal sieht man gar nichts und mal sind die Wolken unter einem. Und ich, also diese Verwirrung finde ich auch sehr spannend hier. Und deswegen ist diese Arbeit auch ja, vielleicht besonders neblig geworden im Vergleich zu meinen anderen Arbeiten. Aber Sie können auch gerne rumlaufen und gucken, ob Sie hier vielleicht an manchen Stellen besser durchgucken kann und ein bisschen mehr sehen und sogar auch die Berge, die halt hier eher unten stehen und nicht im Hintergrund noch alles umranken und kann sich dann wieder woanders hinstellen, wo sie dann eigentlich fast gar nichts mehr sehen. Und ich glaube, die Kamera wird das sowieso nicht greifen können und vielleicht sieht die zum Schluss gar nichts. Und sie können aber gerne später von dieser Arbeit erzählen und neue Geschichten und so weiter dazu in ihrer Erzählung reinranken lassen. Und sie brauchen dann aber nicht zu sagen, man munkelt davor, sondern es war. Soll ich jetzt herkommen, oder? Was? Jetzt soll ich irgendwas machen? Reingucken. Ach so, ja doch, also er hat anscheinend eine Profikamera, ich nehme alles zurück. Sie brauchen nicht zu munkeln, das ist jetzt bewiesen. Die Bilder sind eingefangen. Und wenn Sie noch Fragen haben. Man liest manchmal von so Nahtoderfahrungen, so ins helle Licht rein. Und für mich war es so wie kurz vor der Nahtoderfahrung. Ja. Aber diese Nahtoderfahrungen sind ja auch davon geprägt, von dieser Beschreibung, die eigentlich fast alle darin bringen, dass das ein sehr schönes Licht ist, etwas sehr Beruhigendes und gleichzeitig geht es um den Tod. Und das ist für mich. Ja, da natürlich ein extremer Punkt, der da zusammenkommt zwischen etwas, was ich in meiner Arbeit suche. Also was ich will weder das eine noch das andere, sondern ich will versuchen, das genau in so einem Moment zusammenzufügen. Und das ist natürlich ein extremes Beispiel und ich fasse das jetzt mal so als Lob auf. Mein Name ist Sarah Hillebrecht. Ich komme aus Bremen, aus Norddeutschland. Ich bin gelernte Holzbildhauerin, habe Skulpturen mitgebracht, die ich ausgesucht habe, nachdem ich das erste Mal im Februar kurz hier war, um mir den Ort anzusehen, um mich mit dem Schloss vertraut zu machen. Wenn Sie ins Bärenzimmer gehen, sehen Sie, dass es dort ein Pendant gibt. Dort gibt es auch noch eine. Die sitzt ebenfalls dort und steckt ihren Kopf in die Wand, in diese herrliche Schlosswand, die seit 800 Jahren dort existiert. Die beiden horchen in dieses Gebäude. Ja? Vielleicht sprechen sie auch miteinander, das wissen wir nicht, weil wir können es ja nicht hören. Aber sie sind mit allen Sinnen dabei, sie schauen, sie gucken, was erzählt dieses Schloss, was erzählen diese Räumlichkeiten, wie viel Geschichte ist da. Und das stellt so ziemlich meine Situation dar, wie ich hierher gekommen bin als Künstlerin, wie ich versucht habe natürlich hier was zu erfahren über diesen Ort und mich entsprechend einzubringen auch. Ich bin überhaupt nicht generell nicht dafür zu haben, einfach irgendwo meine Sachen hinzustellen, zu sagen, hier, guckt euch das an, so fertig. Für mich als Künstlerin ist das besonders interessant und spannend, befruchtend und bereichernd, dass ich ortsspezifisch arbeiten kann. Das heißt, dass ich selber vorher nicht unbedingt weiß, was letztlich in den Vordergrund treten wird, zum Beispiel bei einer Arbeit, was thematisch besonders interessant wird. Das weiß ich erst, wenn ich dort bin und wenn ich mich auf den Ort einlasse, wenn ich ihn kennenlernen kann. Und das ist immer wieder ein ganz toller, ganz spannender Prozess. Und selbst wenn es so ist, dass man letztlich dann, also wie in diesem Fall mit den Skulpturen, schon fertige Arbeiten mitbringt. So, ich hoffe, ihr habt das alle gemütlich. Gemütlichkeit ist wichtig bei dieser Geschichte. Dies ist der zweite Teil meiner Arbeit hier in Werdenberg.
Ich habe gesagt, ich komme aus Norddeutschland und ich habe gleich gedacht, als ich den Ausschreibungstext von diesem Wettbewerb der Schlossmediale gelesen habe, naja, also die Auffassung von dem, was idyllisch ist, die ist sicherlich vor allem durch kulturelle, lokale Herkunft geprägt. Und meine Auffassung ist natürlich ganz eine andere. Ich komme vom Meer, für mich gibt es nichts Schöneres, nichts Inspirierenderes, keine größere Kraft als das Meer. Und dementsprechend ist für mich eine Beschreibung einer Idylle, die aus Bergen, kleinen Schweizer Dörfchen besteht, nicht überzeugend. Und ich habe gedacht, das ist interessant, das ist spannend und damit will ich was machen. Ich bringe mal meine Idylle hierher und dann gucken wir mal, was passiert. Die Fremde, ich bin ja fremd hier für euch, bin ich aber auch fremd und alles, was ich mitbringe, ich bringe die Fremde in diese Idylle. Und ich möchte sie nicht stören, deswegen wollte ich auch nicht irgendwie ganz massiv eingreifen und ganz viel verändern, sondern ich habe gesagt, wie kriege ich das hin, dass das zusammenwächst? Wie überbrücken wir diese 1000 Kilometer, die zwischen uns liegen, und kommen zu etwas Gemeinsamem, etwas Verbindendem? Ich habe gesagt, für mich, aufgrund meiner Herkunft, die ostfriesische Teezeremonie ist etwas, das möchte ich anbieten hier in Werdenberg für alle Gäste, für alle Besucher des Schlosses, um teilzuhaben, dass man eine Gelegenheit schafft, sich kennenzulernen, dass man eine Gelegenheit schafft, über Kunst in Kommunikation zu treten. Ja, es heißt immer so schön, Kunst als Kommunikation, aber meistens bleibt das Theorie und findet in der Praxis gar nicht statt. Und ich habe einen Weg gesucht, um das in die Praxis zu bringen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich ganz, ganz begeistert, seitdem ich hier bin und hier meine Teezeremonie anbiete. Es wird so schön wahrgenommen und wir hatten schon so schöne, tolle Gespräche hier an diesem Tisch. Und ich kann alle, die jetzt da sind, auch nur einladen. Ich bin die ganze Woche noch da, jeden Nachmittag, immer von 14 bis 19 Uhr. Kommt vorbei und trinkt mit mir Tee und wir können uns unterhalten über das, was das eigene Gefühl die für Geborgenheit, für Zuhause fühlen, was das ausmacht und wie verschieden wir da vielleicht sind oder aber auch, wie nah wir uns da sind. Und diesen Aspekt meiner Arbeit, den finde ich ganz besonders schön und für mich selber auch ganz besonders beglückend, dass man spürt, dass man eben solche Entfernungen und auch solches Fremdeln miteinander, dass man das sehr, sehr schön überwinden kann und dass man sehr schön zueinander finden kann. Und da ist für mich die Schlossmediale einfach ein ganz toller Anlass.